Willkommen zurück bei der Reise durch alles, was in Deutschland unter dem Namen S-Bahn verkehrt. Während wir im ersten Teil die reinen und ältesten S-Bahn-Netze kennengelernt haben, bei denen die Kriterien für eine S-Bahn immer zum Großteil erfüllt waren, widmen wir uns in diesem zweiten Teil Netzen, die ganz oder teilweise starke Ähnlichkeiten zu herkömmlichen Regionalbahnen aufweisen und bei denen der S-Bahn-Begriff in manchen Fällen durchaus fragwürdig ist. Der Begriff S-Bahn ist nämlich, wie bereits angesprochen, nicht nur eine deutsche Zugattung, sondern auch mehr und mehr ein politisch genutzter Werbebegriff, unter dem sich Ausbaumaßnahmen gut vermarkten lassen. Doch seht selbst! Zunächst kommen wir zu einem weiteren S-Bahn-Netz, das auf den ersten Blick genau wie das in München, Stuttgart und Frankfurt aufgebaut ist. Es handelt sich um jenes der S-Bahn Mitteldeutschland, das so erst seit 2013 existiert und eine zentrale Stammstrecke in Form des Leipziger City-Tunnels besitzt. Bevor wir uns dieses heutige Netz genauer anschauen, werfen wir jedoch kurz noch einen Allgemeinblick in die Geschichte von S-Bahnen in den ostdeutschen Bundesländern. Neben der S-Bahn Berlin begann die Deutsche Reichsbahn in den 1970ern auch in den Städten Rostock, Magdeburg, Halle, Leipzig und Dresden einzelne Innenstadt- und Vorortverkehre als S-Bahn zu bezeichnen. Auch eine innerstädtische Verbindung in Erfurt wurde zeitweise umgangssprachlich S-Bahn genannt, allerdings nie offiziell so bezeichnet. Herausstechend im Vergleich zu normalen Regionalbahnen verkehrten diese Linien in einem dichten Taktfahrplan sowie mit den damals noch unüblichen Wendezügen, in der Regel aus den DR-Dostos bestehend. Dabei handelte es sich jedoch meist um kleine Netze mit wenigen, zum Teil sogar nur einer sehr kurzen Linie. In Halle beispielsweise existierte nur eine Linie zwischen Halle Niedleben und Halle Trotha. In Leipzig waren es zwar mehrere Linien. Kern war unter anderem ein Rundkurs um die Innenstadt mit Stichstrecken zur Miltitzer Allee nach Borna und nach Wurzen. Richtig große Netze mit Innenstadtstrecken, Knotenbahnhöfen und so weiter, wie man sie aus Berlin, Hamburg, München und so weiter kennt, gab es hier jedoch nicht. 2013 wurde der S-Bahn-Verkehr um Leipzig und Halle mit der Eröffnung des City-Tunnels komplett revolutioniert. Bis 2018 entstand folgendes Netz. Die S1 verkehrt alle 30 Minuten von Leipzig-Miltitzer Allee bis Leipzig-Stötteritz. Die S2 verkehrt alle 60 Minuten von Leipzig-Stötteritz aus nach Bitterfeld und von dort immer in der einen Stunde nach Dessau und in der anderen nach Lutherstadt-Wittenberg sowie zum Teil sogar weiter bis Jüterbock. Bis Delitzsch herrscht in der Regel ein 30-Minuten-Takt, der von Montag bis Freitag bis Bitterfeld verlängert ist. Die S3 verbindet im 30-Minuten-Takt Wurzen mit Halle Hauptbahnhof über Schkeuditz. Alle 60 Minuten geht es weiter bis Halle Trotha. Einzelne Züge starten bereits in Oschatz. Die S4 verkehrt im 30-Minuten-Takt auf der Relation Markkleeberg-Gaschwitz-Taucher. Drei Züge in 2 Stunden verkehren weiter bis Torgau, wo dann dementsprechend ein 30-60-Minuten-Takt herrscht, der vom RE10 nach Cottbus zwar zu einem Halbstundentakt gefüllt wird, die allerdings im Gegensatz zur S-Bahn nicht überall hält. Über Torgau hinaus verkehrt die S4 alle 120 Minuten noch weiter über Falkenberg, Elsterwerda-Bieler und Ruhland bis Hoyerswerda. Die S5 verkehrt prinzipiell alle 30 Minuten zwischen Halle Hauptbahnhof und Markkleeberg. Immer abwechselnd ist dabei eine ganz normale S5 und ein S5X anzutreffen. Hinter Markkleeberg unterscheiden sich die beiden Linien dann. Die S5X verkehrt mit Halt nur an wenigen Stationen, also wie ein klassischer Regionalexpress, stündlich bis nach Zwickau. Die S5 hält weiterhin überall und verkehrt alle 60 Minuten bis Altenburg sowie alle 120 Minuten weiter ebenfalls nach Zwickau. Den S5X darf man dabei im Übrigen nicht mit anderen S-Bahn-Expresslinien wie zum Beispiel der S6 in Hannover oder den geplanten Expresszügen in München im Zuge der zweiten Stammstrecke verwechseln. Diese zeichnen sich nämlich stets dadurch aus, dass sie von der Innenstadt her als Express bis zu dem Punkt verkehren, an dem eine der ganz normalen S-Bahn-Linien endet und ab dort überall halten. Vielerorts existieren solche Linien als Regionalbahn. Wenn sie als Regionalbahn verkehren, enden sie dann jedoch an den Hauptbahnhöfen und verkehren nicht auf die S-Bahn-Stammstrecken. SX-Linien, wie sie in München geplant sind, verkehren jedoch trotzdem durch die Innenstadttunnel, deshalb auch die Bezeichnung als S-Bahn. Beim S5X ist es jedoch umgekehrt, denn dieser hält im unmittelbaren Stadtbereich überall und weiter draußen nicht überall.
Faktisch handelt es sich so um einen in die Innenstadt verlängerten Regionalexpress. So sehr dies auch den eigentlichen S-Bahn-Konzeptionen widerspricht, unattraktiv ist diese Idee ehrlicherweise nicht. Aber wieder zurück zu den S-Bahn-Linien. Die S6 verbindet alle 30 Minuten Leipzig-Messe mit Borna und verkehrt stündlich weiter bis Geithain. Die S7 pendelt halbstündig zwischen Halle Hauptbahnhof und Halle Niedleben. Die S8 verkehrt mindestens stündlich von Halle nach Bitterfeld und von dort aus wie die S2 immer im Wechsel nach Dessau und Lutherstadt-Wittenberg sowie zum Teil weiter bis Jüterbock, wobei sich S2 und S8 hinter Bitterfeld dann jeweils zu einem Stundentakt ergänzen. Für Montag bis Freitag herrscht zwischen Halle und Bitterfeld zudem ein Halbstundentakt. Die S9 verkehrt stündlich zwischen Halle und Eilenburg, am Wochenende sogar nur zweistündlich. Dieses gigantische Streckennetz bringt es auf eine Gesamtlänge von über 800 Kilometern und ist damit mit Abstand das größte S-Bahn-Netz Deutschlands. Doch selbstverständlich ist die Frage durchaus berechtigt, wie viel eine zweistündige Linie nach Hoyerswerda überhaupt noch mit einer S-Bahn zu tun hat, während gleichzeitig niemand leugnen wird, dass das Netz in und um Leipzig den S-Bahn-Kriterien durchaus standhält. Doch wo liegt eigentlich genau das Problem? Bei den bisher vorgestellten Netzen befanden wir uns meist in Regionen, in denen ein Dreifachverkehr auf den meisten Strecken sowohl von den Fahrgastzahlen als auch von den Ländern zur Verfügung stehenden Finanzmitteln möglich war. Das bedeutet konkret, dass es stark vereinfacht gesagt neben einem überregionalen Regionalexpress und der S-Bahn im unmittelbaren Umland meist noch eine Regionalbahn gibt, die innerhalb des S-Bahn-Netzes wie ein Express außerhalb jedoch überall hält. So erhalten die Orte außerhalb des S-Bahn-Netzes eine attraktive Anbindung an die Großstädte. Diese Linien verkehren aber anders als die S-Bahn logischerweise in einem geringeren, oft stündlichen Takt und mit klassischen Regionalverkehrsfahrzeugen haben also nichts mit einer S-Bahn zu tun. Bei der S-Bahn Mitteldeutschland, ebenso wie bei etlichen danach folgenden Netze, ist ein solcher Betrieb mit drei Linien meist nicht wirtschaftlich, weshalb nur zwei Linien angeboten werden können. Es bleiben daher dann meist drei Optionen. Möglichkeit 1 ist ein nach dem Ende des S-Bahn-Netzes überall haltender RE. Diese Variante findet insbesondere in dünn besiedelten Regionen, wie zum Beispiel bei den S-Bahnen Bremen, Rostock oder Magdeburg, Anwendung. Möglichkeit 2 ist eine erst hinter dem S-Bahn-Netz beginnende separate RB. Während diese Möglichkeit in etlichen älteren Netzen Anwendung findet, lässt sie sich in neueren Netzen wie der S-Bahn Mitteldeutschland schwer anwenden, da vor dem S-Bahn-Ausbau häufig durchgehende Linien bis in die Innenstädte existierten und so für Fahrgäste hinter dem S-Bahn-Netz mit dem Ausbau faktisch eine Verschlechterung einhergehen würde. Deshalb bleibt vielfach nur Variante 3, bei der einfach ein Teil der S-Bahn, zum Beispiel eben alle 2 Stunden, wie bei der S-Bahn Mitteldeutschland, über den Endpunkt hinaus weiterfährt, um so die Direktverbindungen weiter zu garantieren. Und das ist eben der Grund dafür, dass die S-Bahn Mitteldeutschland sich bis Hoyerswerda, Zwickau und Jüterbock erstreckt. Auch wenn diese Strecken ab einem bestimmten Punkt keinerlei S-Bahn-Kriterien mehr aufweisen und auch in der Regel nicht mehr als solche vermarktet werden. Bei der S-Bahn Mitteldeutschland gibt es jedoch auch noch eine weitere, vierte Methode, dieses Problem zu lösen. So verkehren die S2 und 8 in Dessau und Lutherstadt-Wittenberg in der Regel umsteigefrei auf diverse Regionalbahnlinien weiter. Vorteil: die S-Bahn-Bezeichnung mitten auf dem Land führt nicht zu unnötigen Irritationen und durchaus fragwürdigen Blicken. Nachteil: solche Linienwechsel während der Fahrt sind für ortsunkenntliche Fahrgäste oft unverständlich und verwirrend. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne einmal oben in der Infokarte abstimmen, welche der 4 vorgestellten Lösungsmöglichkeiten des Problems ihr eigentlich am sinnvollsten haltet. Zurück zur eigentlichen S-Bahn Mitteldeutschland, bei der wir uns noch dem Fahrzeugeinsatz widmen wollen. Da das Netz schrittweise und in 2 Ausschreibungslosen entstand, kommen 2 zwar ähnliche, jedoch nicht identische Fahrzeugtypen zum Einsatz. Auf den Linien S1, 3, 4, 5, 5X und 6 kommen Triebwagen der Baureihe 1442 mit grünen Türen zum Einsatz. Die Lackierung setzt sich unter anderem aufgrund des S-Bahn-Logos auf der Front von denen normaler Regionalzüge ab, auch wenn es sich prinzipiell um dieselben Fahrzeuge handelt, die nur speziell ausgestattet sind, zum Beispiel mit mehr Türen. Auf der S2 und 8 sowie vereinzelt auch auf der S4 kommen hingegen Triebwagen mit roten Türen zum Einsatz,
die genauso auch im Regionalverkehr dieser Region verkehren und wie angesprochen ohnehin mit diesen zum Teil umsteigefrei verbunden sind. Sie besitzen im Gegensatz zu den Fahrzeugen mit grünen Türen einen für 442er recht hohen Komfort. Auf der S7 und 9 verkehren hingegen sogar Wendezüge mit 2 bis 3 Doppelstockwagen und E-Loks der Baureihe 143. Sehr vereinzelt sind hier sogar noch DR-Dostos zu beobachten, planmäßig sollen es jedoch nur modernisierte Dostos der 4. Generation sein. Alle Linien werden von der DB Regio betrieben. Beim Blick auf die S-Bahn-Kriterien muss man bei der S-Bahn Mitteldeutschland wie auch bei etlichen folgenden Netzen zwischen dem Kern und dem Gesamtnetz differenzieren. Das Kernnetz unmittelbar um Leipzig und Halle erfüllt beispielsweise die Punkte 1, 2, 4 und 5 recht gut. Im Gesamtnetz finden sich dagegen Abschnitte, die sich sehr weit von all diesen Punkten entfernen. Auch wenn die 442er eigentlich keine reinen S-Bahn-Fahrzeuge sind, kann man sie mit zugedrücktem Auge meines Erachtens durchaus noch durchgehen lassen. Und Punkt 3 als zumindest weitgehend erfüllt anerkennen. Insgesamt ist die S-Bahn Mitteldeutschland so zumindest in Innenstadtnähe doch recht nah an einer reinen S-Bahn, wenngleich aus den genannten Gründen auch etliche Strecken völlig aus der Reihe tanzen. In Ostdeutschland existieren noch 3 weitere S-Bahn-Netze. Eines davon liegt in Dresden, weil hier bis heute das Liniennetz, welches zu DR-Zeiten bestand, noch weitgehend unverändert existiert und es keine große Expansion wie um Leipzig gab. Mit einer Streckenlänge von nur 127 Kilometern ist es daher auch eines der kleineren S-Bahn-Netze Deutschlands. Es verkehren im 30-Minuten-Takt die S1 Meißen-Triebisch-Talbad Schandau und die S2 Dresden-Flughafen Pirna. Alle 60 Minuten verkehrt die S1 weiter bis Schöna. Ebenfalls alle 60 Minuten verkehrt auch die S3 Dresden Hauptbahnhof Tharandt. Im Berufsverkehr verkehrt die S1 zwischen Meißen und Pirna alle 15 Minuten, weil dann zwischen Dresden Neustadt und Pirna zusammen mit der S2 ein ungefährer 10-Minuten-Takt entsteht. Auch die S3 verkehrt im Berufsverkehr 3-mal pro Stunde und dann zusammen mit der parallelen RB30 alle 15 Minuten, mit der sie sich sonst zum 30-Minuten-Takt ergänzt. Zudem geht es im Berufsverkehr stündlich über Tharandt hinaus bis Freiberg. Dabei besitzt die S-Bahn Dresden seit ausführlichen Ausbaumaßnahmen im letzten Jahrzehnt heute eigene Gleise auf der Strecke von Meißen bis Pirna. Neben vereinzelten 442-Einsätzen auf der S2 kommen hier ausschließlich Doppelstockwagenzüge zum Einsatz. Jene auf der S1 bestehen aus 4 Wagen und E-Loks der Baureihe 146.0. Jene auf der S2 und 3 sowie den S1 Verstärkern verkehren mit 2 Wagen und E-Loks der Baureihe 143. Zwar sind diese Wagen insbesondere in der Dresdner Ausstattung sehr komfortabel, die für S-Bahn geforderten Kriterien, sprich schneller Fahrgastwechsel, starke Beschleunigung etc., erfüllen sie jedoch überhaupt nicht, weshalb unter Punkt 3 der S-Bahn-Kriterien hier definitiv ein Minus eingetragen werden muss. Dafür kann die S-Bahn Dresden jedoch in allen anderen Kriterien durchaus punkten und erreicht so letztendlich eine gute Platzierung. Springen wir weiter zu Deutschlands nördlichstem S-Bahn-Netz, der S-Bahn Rostock, das wie jenes in Dresden nicht weit über das einzige DR-Netz hinaus expandiert hat. Mit nur 90 Kilometern Streckenlänge ist es das kleinste Netz in Deutschland. Hauptbestandteil des Netzes ist die Strecke zwischen Rostock und Warnemünde, die man auch als Stammstrecke bezeichnen kann. Hier herrscht in der Regel mindestens ein Viertelstundentakt, im Berufsverkehr sogar ein 7,5-Minuten-Takt. 2 Züge pro Stunde fahren immer über Rostock hinaus. Es handelt sich um die beiden stündlichen Linien S2 nach Güstrow über Schwan und S3 nach Güstrow über Lage. Alle Züge, die nur zwischen Warnemünde und Rostock Hauptbahnhof pendeln, verkehren unter der Liniennummer S1. Zum Einsatz kommen hier Triebwagen der Baureihe 442, die im Vergleich zu denen bei der S-Bahn Mitteldeutschland allerdings weniger Türen besitzen und so identisch zu den normalen Regio-Fahrzeugen sind. So dass es auch nicht verwundert, dass auf der RB12 nach Riebwitz-Dammgarten mit denselben Fahrzeugen gefahren wird. Die Anforderungen an S-Bahn-Fahrzeuge kann man hier wegen der geringeren Türanzahl dann auch nur noch als bedingt erfüllt gelten lassen.
In allen anderen Punkten erhält die S-Bahn Rostock zwischen Rostock und Warnemünde zwar mehr oder weniger Bestnoten, auf den Strecken nach Güstrow jedoch keinenfalls. Es ist daher schwer, ein Fazit für dieses S-Bahn-Netz zu ziehen, jedoch meiner Meinung nach durchaus noch akzeptabel, diesem Netz einen S-Bahn-Namen zu verleihen. Nicht drei, wie in Dresden und Rostock, sondern nur eine einzige Linie besitzt die S-Bahn Mittelelbe rund um Magdeburg. Alle 30, wochenends sogar nur alle 60 Minuten, verkehrt die Linie S1 zwischen Schönebeck, Bad Salzelmen und Zielitz-Ort. Aus denselben Problemen wie bei der S-Bahn Mitteldeutschland wird jedoch auch alle 60 Minuten darüber hinaus über Stendal bis Wittenberge gefahren, wobei am Wochenende zwischen Stendal und Wittenberge nur ein 2-Stunden-Takt herrscht. Durch diese lange Linie ist die S-Bahn Mittelelbe mit 130 Kilometern Streckenlänge 3 Kilometer größer als das Netz der S-Bahn Dresden und doppelt so groß wie das der S-Bahn Rostock. Zum Einsatz kommen hier Elektrotriebwagen der Baureihe 425, die man auch als Kompromiss zwischen den Anforderungen an S-Bahn und Regionalzugtriebwagen bezeichnen kann. So besitzen die Fahrzeuge relativ viele Türen, jedoch eine dem Regionalverkehr entsprechende Einstiegshöhe und eine Toilette. Die Fahrzeuge sind daher meiner Meinung nach für solche Linien, die sich zwischen S-Bahn und Regionalbahn bewegen, bestens geeignet, weshalb die S-Bahn Mittelelbe bei mir in Sachen Fahrzeugeinsatz punkten kann. Die Tatsache, dass am Wochenende allerdings auf dem kompletten Netz höchstens stündlich gefahren wird, verleitet mich jedoch zu starken Abzügen bei Punkt 1 und auch die anderen Punkte sind nur auf dem Abschnitt Schönebeck-Zielitz erfüllt. Insgesamt würde ich persönlich die S-Bahn Mittelelbe daher als eher unzureichende S-Bahn bezeichnen. Die Fahrzeuge der Baureihe 425 können wir neben der S-Bahn Mittelelbe aber auch noch auf zwei weiteren deutschen S-Bahn-Netzen antreffen. Wir springen daher ein Stück nach Westen, nach Niedersachsen, zur S-Bahn Hannover, die erst seit dem Jahr 2000 existiert und damit zu den jüngeren S-Bahnen Deutschlands gehört. Die Gesamtstreckenlänge beträgt hier 385 Kilometern. Mit Ausnahme der S4 und 5 verkehren alle Linien der S-Bahn Hannover nur im 60-Minuten-Takt und ergänzen sich lediglich zu dichteren Takten. Die S1 startet in Minden und die S2 in Nienburg. Ab Wunstorf bilden sie einen gemeinsamen Halbstundentakt und verkehren über den Hannoveraner Hauptbahnhof zunächst nach Weetzen und anschließend über Basinghausen nach Haste. Sonntags endet die S2 bereits in Hannover Hauptbahnhof. Die S3 startet am Hannoveraner Hauptbahnhof und verkehrt über Lehrte nach Hildesheim. Die S4 fährt ebenfalls nach Hildesheim, allerdings über Barnten und in der Gegenrichtung über Langenhagen nach Bennemühlen, wobei sie außer sonntags zwischen dem Hannoveraner Hauptbahnhof und Bennemühlen im 30-Minuten-Takt verkehrt. Die S5 verkehrt wie angesprochen ebenfalls im 30-Minuten-Takt und startet am Flughafen. Über Hannover und Weetzen geht es nach Hameln, wo in der Regel jeder zweite Zug endet. Nur im Stundentakt geht es weiter über Bad Pyrmont und Altenbeken bis Paderborn. Im Berufsverkehr wird der Halbstundentakt bis Bad Pyrmont verlängert. Um auf dem langen Linienweg kürzere Fahrzeiten zu erzielen, lässt die S5 dabei zwischen Hannover Hauptbahnhof und Weetzen einige Unterwegshalte aus, die dann nur noch von der S1 und 2 bedient werden. Die S6 verkehrt wieder nur im Stundentakt vom Hannoveraner Hauptbahnhof nach Celle über Burgdorf. Von Hannover Hauptbahnhof bis Alexsee hält der Zug dabei nur an der Karl-Wichert-Allee und lässt vor allem den zeitaufwendigen Umweg über Lehrte weg. Diesen hingegen nimmt die S7 in Kauf, die sich dann zwischen Hannover Hauptbahnhof und Lehrte mit der S3 und zwischen Alexsee und Celle mit der S6 zum jeweiligen Halbstundentakt ergänzt. Nur im Berufsverkehr kommen noch die beiden Expresslinien S21 und S51 dazu. Die S21 verkehrt dann alle 30 Minuten zwischen Hannover Hauptbahnhof und Barsinghausen und ergänzt die S1 und 2 grob zum 15-Minuten-Takt. Die S51 verkehrt nur stündlich und ist zwischen Seelze und Hameln unterwegs. Zwischen Seelze und Hannover bildet sie zusammen mit der S1 und 2 einen lückenhaften 15-Minuten-Takt. Zum Einsatz kommen auf dem gesamten Netz Elektrotriebwagen der Baureihen 424 und 425, die jedoch nahezu identisch sind. Die unterschiedliche Bezeichnung beruht weniger auf konkreten technischen Unterschieden, sondern vielmehr aus der unterschiedlichen Entstehungszeit der Fahrzeuge. Genauere Details hierzu würden den Rahmen dieses Videos sprengen.
Fakt ist, dass die Fahrzeuge nahezu identisch sind und problemlos kuppelbar sind, sodass sie munter im Mischbetrieb durch das S-Bahn-Netz verkehren. Die Anforderungen an S-Bahn-Triebwagen erfüllen sie wie bei der S-Bahn Mittelelbe recht gut. Der Takt der S-Bahn Hannover ist zumindest in Innenstadtnähe auch nah an dem, was für S-Bahn gefordert ist. Punkt 2 und 4 werden auch erfüllt. Punkt 5 ist jedoch lediglich auf wenigen Teilabschnitten nahe der Innenstadt, genauer nach Seelze, Langenhagen, Laatzen und Lehrte erfüllt. Das reicht insgesamt knapp, um der S-Bahn Hannover eine positive Gesamtbewertung zu geben. Es sei jedoch dazu gesagt, dass die S-Bahn Hannover sich zumindest in Teilen doch schon recht nah an unbezeichneten Regionalbahnen bewegt. Ein ähnliches Konzept aus mehreren stündlichen Linien, die sich auf Teilabschnitten ergänzen, findet man auch bei der S-Bahn Rhein-Neckar, die sich mit insgesamt 437 Kilometern über ein recht großes Streckennetz erstreckt. Diese S-Bahn existiert erst seit 2003 und ist damit, abgesehen von der S-Bahn Mitteldeutschland, die sich jedoch aus den Vorläufern Leipzig und Halle zusammensetzte, das jüngste S-Bahn-Netz Deutschlands, welches sich offiziell das grüne Logo zulegen durfte. Es umfasst heute 7 Linien, weitere sollen jedoch in wenigen Jahren im Rahmen einer Erweiterung folgen und das Netz dann auch in Richtung Norden und Süden erweitern. In West-Ost-Richtung erstreckt es sich bereits heute sehr weit mit der insgesamt 202 Kilometer langen S1 Homburg-Osterburken, die im Stundentakt verkehrt. Von Kaiserslautern bis Moosbach verkehrt parallel die S2, die S1 zum Halbstundentakt ergänzt. Ein ähnliches Paar bilden S3 und 4. Die S3 verkehrt von Germersheim nach Karlsruhe und die S4 von Germersheim nach Bruchsal. Da aufgrund gestiegener Fahrgastzahlen jedoch mittlerweile meistens halbstündig weiter bis Karlsruhe gefahren wird, verkehrt die meiste Zeit über nur noch die S3 im durchgehenden Halbstundentakt und nur noch vereinzelt die kürzere S4. Sehr vereinzelt fahren auch Züge über Germersheim hinaus über Wörth nach Karlsruhe, wo sie aufgrund der parallelen Linien der S-Bahn Karlsruhe dann nicht überall halten. S1, 2, 3 und 4 verkehren zwischen Schifferstadt und Heidelberg Hauptbahnhof auf einer Art gemeinsamen Stammstrecke, wo sie grob alle 15 Minuten verkehren. Zwischen Schifferstadt und Ludwigshafen Hauptbahnhof hält aber die S3 jedoch nicht überall. Gleiches tut sie auch zwischen Bruchsal und Karlsruhe, da dort die parallelen Linien S31 und 32 der S-Bahn Karlsruhe verkehren. In Heidelberg starten außerdem noch die S5 nach Eppingen und die S51 nach Aglasterhausen, deren Takt etwas komplexer ist. Bis Eppingen wird immer nur stündlich gefahren, bis Sinsheim hingegen oft halbstündig, ebenso wie nach Aglasterhausen. Oft fahren S5 und 51 dann bis Meckesheim auch als gemeinsamer Zug, wo sie geteilt werden. Rund um Mannheim existiert ebenfalls auch eine weitere Linie, die S6 Bensheim-Mainz, die zwischen Bensheim und Mannheim alle 60, zwischen Mannheim und Mainz alle 30 Minuten verkehrt. Zuletzt gibt es noch die S33 Germersheim-Bruchsal im Stundentakt mit Durchbindung auf die S3 bzw. 4 in Germersheim, sowie von Montag bis Freitag mindestens stündliche, am Wochenende nur vereinzelte Züge zwischen Ludwigshafen BASF Nord und Ludwigshafen Hauptbahnhof, die im Berufsverkehr zum Teil weiter nach Neustadt an der Weinstraße, Homburg, Germersheim oder Wörth fahren und unabhängig von ihrem Zielbahnhof alle die Liniennummer S4 besitzen. Zum Einsatz kommen wie in den S-Bahn-Netzen Mittelelbe und Hannover Triebwagen der Baureihe 425, die in den letzten Jahren aufwendig modernisiert wurden. Mit der Erweiterung des S-Bahn-Netzes in den kommenden Jahren werden die neuen, ebenso wie ein Teil der alten Linien, dann von Triebwagen der Baureihe 463 auch als Mireo bekannt übernommen. In Bezug auf die S-Bahn-Kriterien ist die S-Bahn Rhein-Neckar sehr schwierig zu bewerten. So gibt es etliche gut ausgebaute Abschnitte mit einem sehr dichten Takt, aber auch ebenso viele Abschnitte, auf denen nur ein sehr geringer Takt herrscht, die jedoch trotzdem einigermaßen gut ausgebaut sind. In Punkt 1 gibt es daher einen Teils-Teils. Die anderen Punkte kann man bis auf Punkt 5 als erfüllt durchgehen lassen und so die S-Bahn Rhein-Neckar gerade so als würdige S-Bahn bezeichnen. Kommen wir zur S-Bahn Nürnberg, die wieder etwas älter ist und bereits seit Ende der 80er Jahre existiert. Heute besitzt sie eine Gesamtstreckenlänge von 247 Kilometern und umfasst 4 Linien. Betreiber ist die DB Regio AG. Die S1 verbindet Hartmannshof mit Bamberg. Die
komplette Strecke wird zwar nur alle 60 Minuten gefahren, zwischen Nürnberg Hauptbahnhof und Lauf herrscht aber ein 20, zwischen Forchheim und Hersbruck ein 20-40 Minuten Takt. Zwischen Nürnberg und Erlangen kommen im Berufsverkehr einzelne Verstärker hinzu, die zwar unter dem Namen S1 verkehren, jedoch selten erhalten und zum Teil auch mit Regiozugmaterial betrieben werden, mehr dazu gleich. Am Wochenende fällt der 20-Minuten-Takt zwischen Nürnberg und Lauf weg, sprich auch dort herrscht dann nur ein 20-40-Minuten-Takt. Die S2 führt von Roth nach Altdorf. Die gesamte Strecke wird täglich im 20-40-Minuten-Takt befahren. Zwischen Schwabach und Feucht gibt es von Montag bis Freitag einen 20-Minuten-Takt, der im Berufsverkehr auch bis Roth und Altdorf verlängert ist. Die S3 und 4 starten jeweils in Nürnberg Hauptbahnhof. Die S3 verkehrt nach Neumarkt und ist dabei zweimal im Berufsverkehr dreimal pro Stunde unterwegs. Aufgrund der Rücksichtnahme auf die parallel verkehrenden Regionalexpress- und ICE-Züge wird dabei kein reiner 20-40 oder 20-Minuten-Takt angeboten. Außerdem fährt die S3 zwischen Nürnberg Hauptbahnhof und Feucht an allen Unterwegsbahnhöfen durch. Auch die S4 fährt in keinem reinen 20-40 oder 20-Minuten-Takt. Zweimal pro Stunde im Berufsverkehr, dreimal pro Stunde verbindet sie Nürnberg mit Ansbach. Alle 2 Stunden fährt ein Zug auch weiter bis Dombühl. Voraussichtlich im Dezember 2020 kommt noch die S5 dazu nach Allersberg ohne Zwischenhalt, die den bis dahin verkehrenden Allersberg-Express ersetzen wird. Zum Einsatz kommen auf der S1, 3 und 4 Elektrotriebwagen der Baureihe 442, wie bei der S-Bahn Mitteldeutschland im Vergleich zum Regionalverkehr mit mehr Türen zum einen, die sich jedoch sonst kaum von den Regionalverkehrsfahrzeugen unterscheiden. Auf der S2 hingegen kommen bis Mitte 2020 noch die alten Garnituren mit X-Wagen und 143er E-Loks zum Einsatz, die wir bei der S-Bahn Rhein-Ruhr schon kurz thematisiert haben. Sie werden ab Mitte 2020 durch neue Elektrotriebwagen der Baureihe 1440 ersetzt, die wir ebenfalls bereits bei der S-Bahn Rhein-Ruhr angetroffen haben und die auch hier abgesehen einiger Kleinigkeiten keine nennenswerten Unterschiede zu Regionalverkehrsfahrzeugen bieten. Wie angesprochen, können auf den S1-Verstärkern nach Erlangen auch Regionalverkehrsfahrzeuge zum Einsatz kommen. Es handelt sich dann um Doppelstockwagengarnituren mit E-Loks der Baureihe 111. In Bezug auf die S-Bahn-Kriterien ist Punkt 1 bis auf wenige Ausnahmen wie der Strecke nach Dombühl erfüllt. Auch Punkt 2 und 3 kann man noch anerkennen. Punkt 5 ist gerade für eine verhältnismäßig kleine Großstadt wie Nürnberg ebenfalls erstaunlich gut erfüllt und wird auch langfristig weiter verbessert, vor allem in Form des Ausbaus der Strecke Richtung Bamberg. Punkt 4 ist aufgrund der unterschiedlichen Bahnsteigshöhen von 442 und 1440 einer und X-Wagen andererseits aktuell nur sehr bedingt erfüllt, wird sich jedoch langfristig wieder verbessern. Und so ist die S-Bahn Nürnberg ein Netz, welches den S-Bahn-Kriterien doch in weiten Teilen ziemlich nahe kommt und diesen Titel durchaus verdient hat. Uns verbleibt jetzt nur noch eines der S-Bahn-Netze, die sich offiziell mit dem grünen S brüsten dürfen. Es handelt sich um die S-Bahn Karlsruhe, die etwas komplexer ist und auf den ersten Blick überhaupt nicht wie eine S-Bahn aussieht. Mit heute 603 Streckenkilometern handelt es sich um das drittgrößte deutsche S-Bahn-Netz. Ähnlich wie in Köln gibt es auch in Heilbronn einzelne Linien, die separat als Stadtbahn Heilbronn bezeichnet werden, jedoch mit den Karlsruher Fahrzeugen betrieben werden und auch in Bezug auf die Liniennummerierung Teil dieses Netzes sind. 1958 ging die erste Strecke in Betrieb. Es handelte sich um jene nach Bad Herrenalb. Die zuvor stilllegungsbedrohte Strecke wurde ausgebaut. Innerhalb Karlsruhes fuhren die Züge aus Herrenalb auf das Straßenbahnnetz weiter und somit direkt in die Innenstadt.
Dieses sogenannte Karlsruher Modell wurde so erfolgreich, dass es bis heute stark expandierte und inzwischen auch mit dem grünen S versehen wurde. Das heutige Netz umfasste 17 Linien. Die S1 und 11 starten in Hochstetten. Die S1 erreicht ihren Zielbahnhof in Bad Herrenalb und die S11 in Ittersbach. Die S2 verbindet Rheinstetten mit Spöck. Diese drei Linien verkehren ausschließlich auf reinen Straßenbahn- bzw. Stadtbahnstrecken, also nicht auf gemeinsamen Strecken mit der restlichen Eisenbahn. Die S2 verkehrt sogar komplett auf dem Straßenbahnnetz und hat so theoretisch überhaupt nichts mit der Eisenbahn zu tun. Die S1 und 11 verkehren südlich von Karlsruhe zwar nach Eisenbahnbetriebsordnung, allerdings nur auf eigenen Stadtbahnstrecken, die dann zum Beispiel auch das Stromsystem der Straßenbahn und nicht jenes der Eisenbahn verwenden. Alle weiteren Linien hingegen verkehren auch auf den Strecken der Deutschen Bahn und im Mischbetrieb mit anderen Fahrzeugen. Die S31 und 32 führen vom Karlsruher Hauptbahnhof über Bruchsal nach Ubstadt, von dort aus weiter für die S31 nach Odenheim und für die S32 nach Menzingen. Diese beiden Linien verkehren, da sie am Karlsruher Hauptbahnhof starten, sogar ausschließlich auf reinen Eisenbahnstrecken und gar nicht in die Innenstadt. In voller Pracht verwirklicht wird das Stadtbahnmodell erst ab der S4. Sie verkehrt von Karlsruher Albtalbahnhof über Bretten und Eppingen nach Heilbronn sowie darüber hinaus nach Öhringen-Kappel. Dabei wird auch in Heilbronn, ebenso wie in Karlsruhe, durch die Innenstadt auf Straßenbahnstrecken gefahren. Dort, am Heilbronner Hauptbahnhof, starten zwei weitere S-Bahn-Linien, die der Erschließung der Region Heilbronns dienen. Die S41 verkehrt von Heilbronn Hauptbahnhof nach Moosbach und die S42 von Heilbronn Hauptbahnhof nach Sinsheim. Die S5 verkehrt von Wörth-Badepark nach Pforzheim, wobei sie zwischen Wörth-Badepark und Wörth, wie zwischen Marxau und Grötzingen, durch die Innenstädte als Straßenbahn verkehrt, sonst auf dem Eisenbahnnetz. Sie ist in der Regel umsteigefrei verlängert auf die S6 Pforzheim-Bad Wildbad, die dann in Bad Wildbad auch nochmal einen halben Kilometer als Straßenbahn durch die Innenstadt verkehrt. Zur S5 hinzu kommen ergänzend die Linien S51 und 52, die beide in Germersheim starten. Hinter Wörth fährt die S51 wie die S5 ab Marxau durch die Innenstadt und dann ebenfalls bis Pforzheim weiter, während die S52 weiter auf der Eisenbahnstrecke verkehrt und erst hinter dem Bahnhof Karlsruhe West in die Innenstadt wechselt. Endpunkt ist dann Karlsruhe Tullerstraße. Diese Station ist gleichzeitig Ausgangspunkt der S7 und S8. Beide verkehren zunächst über Durmersheim nach Rastatt. Für die S7 geht es dann durch das Rheintal nach Achern, für die S8 durch das steile Murktal über Vornsbach, Freudenstadt und Hochdorf bis Bonndorf und zum Teil sogar darüber hinaus bis Herrenberg. Hier kommen die Linien S71 und S81 hinzu, die beide am Karlsruher Hauptbahnhof starten und über Ettlingen nach Rastatt verkehren. Die Zielbahnhöfe sind dann identisch zu S7 und S8. Die S9 verkehrte bis Juni 2019 zwischen Bruchsal und Mühlacker. Seit der Ersetzung durch eine Regionalbahnlinie existiert sie nur noch als Verstärkertakt im Berufsverkehr zwischen Bruchsal und Bretten. Als wäre dieses Netz nicht schon genug, gibt es auf der S11, 4, 5 und 81 auch noch wenige haltende Eilzüge, sowie bei der S4 zudem noch Sprinterzüge, die dann noch weniger halten. Die normalen S-Bahn-Linien halten aufgrund der sehr beschleunigungsstarken Triebwagen nämlich auch außerhalb der Stadt zum Teil sehr häufig, was zu langen Fahrzeiten, vor allem auf der S4 und 5, führt. Auch der Takt ist sehr vielseitig, jedoch bis auf die Streckenabschnitte hinter Freudenstadt meist sehr dicht. Durch Ergänzung, Zwischentakte und die angesprochenen Eil- und Sprinterzüge wäre eine genaue Vorstellung des Takts viel zu komplex für dieses Video, weshalb wir uns vielmehr noch einmal der Konzeption dieses Netzes als S-Bahn widmen wollen. Denn abgesehen von den Fahrten durch die Innenstadt sind die S4 und 5 Eilzüge reine Expresslinien und widersprechen damit der Tatsache, dass S-Bahnlinien an allen Unterwegsbahnhöfen halten sollen. Die S71 Eilzüge, die am Hauptbahnhof und nicht in der Innenstadt starten, sind sogar komplett als Express unterwegs und wären somit eigentlich REs. Dass auch auf diesen Zügen die Stadtbahntriebwagen verkehren, die in der Spitze nur 100 km/h schnell fahren können und auch komforttechnisch wenig Expresskomfort bieten, ist eher ein Nachteil als ein Vorteil. Auch an den zum Teil derart langen Linienläufen stößt das Netz zum Teil an seine Grenzen.
im neuen Verkehrsvertrag ab 2022 sind deshalb die heutigen Eil- und Sprinterzüge der S4 und 71 als Regionalexpresslinien definiert, die dann von der DB Regio mit reinen Regionalverkehrstriebwagen betrieben werden sollen und so dann auch nicht mehr Teil der S-Bahn Karlsruhe sein werden. Gleiches gilt auch für die S81 nach Bonndorf, wobei dann die S8 auch immer bereits in Vornsbach enden soll, sodass das S-Bahn-Netz dann nur noch bis Vornsbach gehen wird. Auf allen anderen Linien werden dann auch weiterhin die zwei Systemfahrzeuge der Baureihe 450 zum Einsatz kommen. Während auf der S1, 11 und 2 auch weitere Fahrzeuge zum Einsatz kommen können, sind auf den Linien, die auch auf die Strecken der Deutschen Bahn fahren, zwei ältere und eine neuere Generation dieser Triebwagen unterwegs, die oft auch in Doppeltraktion verkehren. Trotzdem sind die Fahrgastkapazitäten aufgrund der kurzen Triebwagen relativ gering. Die überaus gute Beschleunigung ebenso wie die ausreichende Anzahl an Türen spricht hingegen durchaus für diese Fahrzeuge, sodass ich persönlich die Fahrzeuge als S-Bahn legitim durchgehen lassen würde. Punkt 1, 2 und 5 sind ebenfalls selbstredend erfüllt. Kritischer wird es bei Punkt 4, denn da die Fahrzeuge sowohl kompatibel zu den zum Teil gar nicht erhöhten Straßenbahnstationen in der Innenstadt, aber auch zu den bis zu 76 cm hohen Bahnsteigen im Eisenbahnnetz sein müssen, ist nur an den allerwenigsten Stationen ein wirklich barrierefreier Einstieg möglich. Unterm Strich ist das sogenannte Karlsruher Modell trotz allem ein großer Erfolg und verdient in meinen Augen auf jeden Fall die S-Bahn-Bezeichnung. Der Erfolg dieses Modells diente auch anderen Regionen zum Vorbild, sodass sich bis heute drei weitere Städte ein solches Stadtbahnsystem zugelegt haben, die ihres jedoch nicht als S-Bahn bezeichnen. In Saarbrücken verkehrt die sogenannte Saarbahn von Lebach-Jabach nach Saarigümee hinter der französischen Grenze. Ab Brebach wird dabei das Netz der Eisenbahn genutzt. Abgesehen des Abschnittes südlich von Brebach ähnelt dieses Netz jedoch eher einer Überlandstraßenbahn und besitzt kaum Ähnlichkeiten zu einer S-Bahn. In einem deutlich S-Bahn-ähnlicheren Zustand präsentiert sich die Regiotram Kassel mit ihren drei Linien. Sie verbinden die Kasseler Innenstadt mit Hofgeismar-Hümme, Wolfhagen und Melsungen, wobei jeweils ab dem Kasseler Hauptbahnhof auf das Eisenbahnnetz gewechselt wird. Während auf den Linien nach Hofgeismar und Melsungen wie in Karlsruhe und Saarbrücken elektrisch weitergefahren wird, also ein Stromnetzwechsel zwischen dem Stromsystem des Straßenbahn- und Eisenbahnnetzes erfolgt, wird bei der RT4 vom Straßenbahnstrom auf Dieselantrieb gewechselt, um über die nicht elektrifizierte Strecke nach Wolfhagen zu fahren. Ausfahrt eines solchen dieselbetriebenen Zuges in Zierenberg. Nach einiger Zeit erreicht er den Kasseler Hauptbahnhof. Dort wird der Dieselmotor abgestellt. Der Stromabnehmer gehoben und nach kurzer Zeit geht es auch schon weiter in die Innenstadt. Ebenfalls ein Wechsel auf Dieselantrieb findet man bei der Citybahn Chemnitz, deren Linien von der Innenstadt aus nach Burgstedt, Mittweida und Hainichen verkehren. Einmalig hingegen ist das sogenannte Zwickauer Modell, quasi die Umkehrung des Karlsruher Modells. Hier verkehren nämlich nicht die Straßenbahnen bis hinaus aufs Eisenbahnnetz, sondern die Eisenbahnen bis in die Innenstadt. So kann man vom tschechischen Kraslice über Falkenstein bis ins Zwickauer Stadtzentrum durchfahren. Die 650 und 654 der Vogtlandbahn wurden dafür extra mit Straßenbahnausstattungen, zum Beispiel mit Blinkern versehen. Ein Antriebswechsel ist nicht nötig, da auch auf den Straßenbahnstrecken mit dem Dieselantrieb gefahren werden kann.
All diese Netze werden, wie angesprochen, nicht als S-Bahn bezeichnet und erfüllen meist nur einen Teil der Kriterien. Während zum Beispiel in Kassel auf allen Linien ein dichter S-Bahn-ähnlicher Takt herrscht, handelt es sich in Chemnitz und Zwickau vielmehr um in die Innenstadt verlängerte Regionalbahnen. Beides ist jedoch stets auf die Bedürfnisse der einzelnen Region zugeschnitten und daher weder besser noch schlechter. Neben diesen Stadtbahnnetzen gibt es in Deutschland noch drei weitere S-Bahn-Netze, die man als eine Art halbe S-Bahn bezeichnen könnte und die auch alle drei nicht unter dem offiziellen grünen S-Logo verkehren. Ersteres finden wir in Bremen mit der sogenannten Regio-S-Bahn, die erstmals in ihrem Namen zugibt, dass sie zwar insbesondere in Innenstadtnähe in einem dichten S-Bahn-Takt mit vielen Stationen verkehren, sich jedoch außerhalb kaum von herkömmlichen Regionalbahnen unterscheidet. Das Netz umfasst vier Linien. Die RS1 führt von Bremen-Farge nach Verden an der Aller. Die komplette Strecke verkehrt am Wochenende im 60, unter der Woche im 30-Minuten-Takt. Zwischen Bremen Hauptbahnhof und Bremen Fegesack wird am Wochenende zu einem 30-Minuten-Takt und im Berufsverkehr zu einem 15-Minuten-Takt verdichtet. Alleine würde die RS1 damit sicherlich auch als echte S-Bahn durchgehen. Die RS2 hingegen ist nur noch im Stundentakt unterwegs und verbindet Bremerhaven-Lehe mit Twistringen. Zwischen Bremerhaven und Bremen wird im Berufsverkehr in Lastrichtung ein 30-Minuten-Takt angeboten. Die RS3 und 4 verkehren beide alle 60 Minuten und bilden bis Hude einen gemeinsamen 30-Minuten-Takt. Danach geht es für die RS3 über Oldenburg nach Bad Zwischenahn und für die RS4 nach Nordenham. Betrieben wird das Netz von der Nordwestbahn, kurz NWB, die Elektrotriebwagen der Baureihe 440 einsetzt, die keine S-Bahn-spezifische Ausstattung bieten. Damit sind die Kriterien 1 und 3 beide nur zum Teil erfüllt. Nummer 2 und 4 sind zwar noch erfüllt, Nummer 5 hingegen hier gar nicht. Ähnlich lässt sich die Breisgau-S-Bahn betrachten, die erst seit Dezember 2019 existiert. Die Linien selbst werden als S1 bis S5 bezeichnet. Gegenüber zu anderen S-Bahn-Netzen findet man allerdings weder die großen S-Symbole an den Stationen, noch eine Aufschrift des S-Bahn-Netzes an den Zügen. Auch die Tatsache, dass es Breisgau-S-Bahn und nicht S-Bahn Breisgau heißt, spricht dafür, dass das Netz nicht in einer Reihe mit den anderen deutschen S-Bahn-Netzen stehen soll, ebenso wie die Regio-S-Bahn in Bremen. Nach Fertigstellung der aktuell laufenden baulichen Maßnahmen wird es dann zunächst 5 Linien geben. Die S1 Breisach-Villingen mit Zugteil nach Seebrugg, die S12 Gottenheim-Endingen, die S2 Freiburg Hauptbahnhof Elzach, die S3 Bad Krozingen-Münstertal und die S5 Breisach-Riegel-Malterdingen. Auf der S1 zwischen Breisach und Neustadt im Schwarzwald, der S2 zwischen Freiburg und Bleibach, der S3 zwischen Bad Krozingen und Staufen Süd und der S12 soll in 30 Minuten gefahren werden, auf allen anderen Strecken nur im 60-Minuten-Takt. Am Wochenende gibt es zwischen Freiburg und Neustadt sogar einen 20-Minuten-Takt und zwischen Titisee und Seebrugg einen 20-40-Minuten-Takt. Bisher nicht im S-Bahn-Netz enthalten ist die Rheintalbahn, deren Ausbau sich noch hinziehen wird. Und so kann auch die S3 aktuell nicht bis Freiburg Hauptbahnhof fahren und die geplante S4 noch nicht eingeführt werden. Auf dem aktuellen Netz kommen zwei Fahrzeugtypen zum Einsatz. Zum einen auf der S1 und 12 1440 Elektrotriebwagen, die wir zwar aus anderen Netzen kennen, die hier aber keinerlei Unterschiede mehr zu den Regionalverkehrstriebwagen aufweisen. Sie verkehren unter der Regie der Deutschen Bahn. Die S2, 3 und 5 werden hingegen von der SWEG mit neuen Talent 3 Triebwagen betrieben, die dem Talent 2, also den für 42, sehr ähnlich sind und hier auch keine spezielle S-Bahn-Ausstattung bieten. Eine Bewertung mit S-Bahn-Kriterien ist hier zum Teil relativ schwer. Bezüglich Punkt 3 gibt es einen teilweise erfüllt. Punkt 4 hingegen ist erfüllt und Punkt 2 zumindest in Teilen. Punkt 1 ist allerdings nur auf einem Teil der Strecken erfüllt. Und Punkt 5 ist meines Erachtens noch gar nicht erfüllt.
denn auf der einzigen Strecke, auf der ein nennenswerter Mischbetrieb stattfindet und extra S-Bahn-Gleise erwägenswert gewesen wären, hat man die Inbetriebnahme aufgrund nicht abgeschlossener baulicher Maßnahmen einfach auf unbestimmte Zeit verschoben und so bis jetzt nur Strecken ohne Mischbetrieb ins Netz aufgenommen. Auch die starke Zerstückelung des Netzes ohne zentralen Umsteigepunkt ist definitiv ein Negativpunkt, weshalb ich hier durchaus in Teilen von einfach nur unbezeichneten Regionalbahnen sprechen würde. Allerdings anmerken muss, dass mit Ausbau der Rheintalbahn und etlichen Erweiterungen am Netz hieraus durchaus noch ein echtes S-Bahn-Netz werden könnte. Potenzial wäre in meinen Augen da. Wer hier bereits skeptisch in Sachen S-Bahn war, der kennt unser nächstes und letztes Netz noch nicht, die Ortenau S-Bahn, die heute nur noch als Marketingname existiert. Die ehemalige Aufschrift OSB auf den eingesetzten Zügen entfällt seit der Übernahme des gleichnamigen Betreibers durch die SWEG und die Linien sind anders als in allen anderen S-Bahn-Netzen und sogar in den allermeisten Regionalzugnetzen nicht einmal mit Liniennummern ausgestattet. Die Ortenau S-Bahn umfasst die stündlichen Linien von Bad Griesbach über Offenburg und Hausach nach Freudenstadt und Biberach, Oberhamersbach, Riersbach. Zwischen Offenburg und Hausach wird im Berufsverkehr halbstündig gefahren und vereinzelt sind Oberhamersbacher Züge in Form einer Zugteilung bzw. Vereinigung nach Offenburg verlängert. Außerdem sind die Züge zwischen Offenburg und Straßburg Teil des Netzes, die meist ein- bis zweimal pro Stunde im Berufsverkehr durchgehend alle halben Stunden verkehren. Zum Einsatz kommen Dieseltriebwagen der Baureihe 650, die weder in Bezug auf Kapazitäten, Beschleunigung oder Ausstattung den S-Bahn-Anforderungen gerecht werden und so überhaupt nicht in dieses Schema passen. Punkt 3 der S-Bahn-Kriterien kriegt also definitiv ein Minus. Auch Punkt 5 sucht man im Ortenau-Netz vergeblich. Ein dichter Takt existiert hier auch nicht wirklich. Und auch die anderen Punkte sind alle nur in Ansätzen erfüllt. Hier haben wir es also wirklich mit einem klassischen Beispiel einer lediglich unbezeichneten Regionalbahn zu tun, die so überhaupt nicht mehr an eine S-Bahn erinnert. Des Weiteren verkehren in Deutschland noch Linien der S-Bahn-Netze Basel, Vorarlberg und Salzburg, die allerdings den S-Bahn-Kriterien Österreichs und der Schweiz folgen und deren Linienzentren außerhalb von Deutschland liegen, weshalb wir sie in diesem Video nicht weiter betrachten wollen. Wir bleiben daher weiter innerhalb Deutschlands, denn genauso wie es S-Bahn-Linien gibt, die eher einer Regionalbahn ähneln, gibt es natürlich auch Regionalbahnen, die einer S-Bahn ähneln. Beispiele wären die A1 und A2 der AKN nördlich von Hamburg, die RB12 von Frankfurt nach Königstein, einige Linien in und um das Ruhrgebiet, zum Beispiel die RB25, 43 und 52. Teilweise sollen solche Linien in künftige Erweiterungen des S-Bahn-Netzes mit einbezogen werden. Gänzlich neue Netze sind ebenfalls immer noch im Gespräch. So wollen sich die Regionen Donau-Iller rund um Ulm sowie das Münsterland ein S-Bahn-Netz zulegen. Jenes in Ulm soll als Regio-S-Bahn bezeichnet werden. Ob und wie diese neuen Netze den S-Bahn-Kriterien entsprechen werden, bleibt abzuwarten. Damit wäre ich schlussendlich am Ende dieser Dokumentation angekommen. In der Videobeschreibung findet ihr wie schon beim ersten Teil eine Liste ausführlicherer Dokumentationen über etliche S-Bahn-Netze. Ich verabschiede mich jetzt von euch, hoffe euch hat dieser Ausflug durch die S-Bahn-Netze Deutschlands gefallen und bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.